Eine Kanone von 200 Kilogramm schießt eine Kugel von 1 Kilogramm mit einer Geschwindigkeit von 600 Meter pro Sekunde ab. Berechne die Rückstoßgeschwindigkeit der Kanone. Hier die zwei Situationen 1 und 2. Die Angaben sind M1 gleich 200 Kilogramm, M2 gleich 1 Kilogramm und diese Geschwindigkeit, die wir jetzt mit V2 bezeichnen, beträgt 600 Meter pro Sekunde. Gefragt wird die Geschwindigkeit V1, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Und um V1 herauszufinden, nutzen wir diese Formel vom Impuls P, P gleich M mal V, und wir nutzen auch das Erhaltungsprinzip vom Impuls. Dieses Prinzip ergibt in unserem Beispiel M1 mal V1 gleich M2 mal V2. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass V1 gleich ist zu M2 mal V2 geteilt durch M1. Wir ersetzen M2 durch 1, V2 durch 600 und M1 durch 200. Und somit ergibt sich schnell als Rückstoßgeschwindigkeit der Kanone V1 3 Meter pro Sekunde.